Auf den vorgelagerten Höhen des Odenwaldes, bei Kirchzell, erhebt sich die Burgruine Wildenberg, umgangssprachlich auch Wildenburg genannt. Sie wurde im späten 12. Jahrhundert von den Herren von Durn erbaut und im Bauernkrieg 1525 zerstört. Berühmtheit erlangte diese Burg durch Wolfram von Eschenbach, der hier sein Werk Parsival geschrieben haben soll. Und auch durch Goethe, der in seinem Götz von Berlichingen von dem großen Brand berichten lässt. Die Rekonstruktion der Wildenburg orientiert sich an den heute noch erkennbaren Mauerresten und Gebäuden sowie an dem im Watterbacher Haus in Preunschen ausgestellten Modell. So entsteht ein guter Eindruck, wie die mittelalterliche Burg vor ihrer Zerstörung ausgesehen haben könnte.